Leute, heute mal neues Video von meiner Küche aus. Ich packe hier schon mal nebenbei den Karton aus. Ja, warum ich mich so anhöre, ich habe Covid und habe jetzt ein paar Tage Zeit hier zu Hause in Quarantäne und habe mir gedacht, ich packe mal hier den neuen Scheinwerfer aus, den ich mir bestellt habe. Wieder hier von Doc66. Ich bekomme da keine Prozente oder so, aber die sind einfach geil drauf. Sind super schnell vom Versand her und ja, das ist der Scheinwerfer hier. Extra klein. Der ist jetzt 5, muss ich gerade mal gucken. Der war 4,5 Zoll. Der alte war 5,34 Zoll und der kostet inklusive Versand 49 Euro. Ist auf jeden Fall ein schönes Teil, super Verarbeitung wieder. Und den bauen wir jetzt zusammen ein. Let's go! Ja genau, um den Scheinwerfer geht es hier. Den hatte ich auch noch Pulver beschichten lassen. Und ich glaube, der ist ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue jetzt einfach einen nochmal kleiner mal ein. Und schaue mal, wie das Ganze aussieht. So, die ganzen Kabel und so, die hier hochgehen, die werden jetzt demnächst noch durch den Lenker gelegt. Und ja, dann soll das Ganze auch ein bisschen cleaner nochmal aussehen. So, los geht's. Die ersten Schrauben lösen. Ich lasse den jetzt einfach mal hier an der Seite runterbaumeln. So sieht die Halterung hier aus. Das ist so ein Klotz. Ich muss mal gucken, ob ich den dran lassen kann oder ob ich hier jetzt quasi hinten die Schraube übernehmen muss. Das schaue ich mir jetzt mal an. Das bleibt gleich über und kommt hier wieder dran. Also hier ist auch so ein Klotz dran. Ist aber leider etwas dünner. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den Klotz noch hier demontieren. Und werde dann quasi das direkt dann da reinschrauben. Das sollte dann passen. Ja, zwischendurch hatte ich den Lenker hier noch getauscht. Leider habe ich da kein Video von gemacht. War alles ein bisschen von der Zeit her sehr knapp. Wir hatten eine Tour geplant und ja, ich habe den dann bekommen. Und dann wollte ich ja unbedingt fahren. Deswegen habe ich da kein YouTube-Video von gemacht. Aber zu dem Lenker, das ist der, der ist von Harley und heißt Chiseled und ja, kostet um die 400 Euro, aber vom Fahrkomfort ist es absolut geil, also wirklich richtig gut, im Gegensatz zu dem flachen von vorher und ja, mir auf jeden Fall gut gefallen. Die Schraube noch rauskriegen. So, Schraube ist draußen. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. So, das
ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig wegen der Größe. Ich mache mal gerade fertig und dann zeige ich euch das. Ja, der Scheinwerfer wirkt jetzt extrem klein, aber ich muss die Halterung ein bisschen weiter nach draußen setzen, so dass er ungefähr zu diesem Punkt hier hinkommt. Und ich glaube, dann könnte es nicht schlecht aussehen. Aber so ist es auf jeden Fall, sieht es auf jeden Fall merkwürdig aus. Ich guck mal, was ich da jetzt machen kann. Also der geht leider wieder zurück. Ist mir einfach optisch von vorne zu klein, von der Seite. Hat es mir echt ganz gut gefallen, aber optisch von vorne ist er einfach zu klein. Und deswegen kommt der alte wieder ran. Ich habe mir überlegt, ich werde die Halterung jetzt ändern und werde das so machen, dass ich dann hier bündig gehe, dass er ein bisschen weiter nach vorne kommt. So hat man hier ein bisschen mehr Freiraum noch und die ganzen Kabel hier, die werden ja alle noch verlegt, sodass man die nicht mehr sieht. Ich denke mal, das sollte dann so passen.